Alles nur deine Schuld. Dumme Echse. Oh Mann, ich hoffe, die tote Leiche hier hat eine Levitation bei sich. Eine Karte der Grotten unter dem Vulkan. Toll, noch eine Karte. Jetzt werden wir hier mit Karten erschlagen. Toll, jetzt komme ich nicht... Mann, oh Mann. Ja toll, die Karte haben wir jetzt zweimal. Brauchen wir denn das? Nein, das brauchen wir gar nicht. Das brauchen wir doch gar nicht, Leute. Naja, nützt im Prinzip alles nichts. Ich muss ja wieder zurück, ne? Mein Fred steht auch noch da drüben. Oder halt. Ich vergeude jetzt nicht die eine Levitation, die ich noch habe. Hier, ich nehme den Teleportstein. Da bin ich da auch wieder auf der anderen Seite. Man muss nur nachdenken. Ja, und ich frage mich, was jetzt mit Fred ist. Armer Fred, so ganz alleine. Das ist da alles Quatsch. Ach man, ich weiß. Ich weiß hier gerade gar nicht mehr weiter. Ob wir hier überhaupt richtig sind. Oder nicht. Man könnte jetzt noch sagen, man probiert die Levitation an der Stelle aus, wo die Brücke war. Aber das ist doch auch dann Verschwendung. Ja, ich meine, wir können speichern und dann probieren. Aber diesmal den Extra-Spielstand speichern und nicht schnell speichern. Sonst wird das durch einen automatischen Speicherstand am Ende wieder überschrieben. Und wir sind die Angearschten. So, jetzt hier, was mache ich so? Ein Aufriss hier mit dem Drumherumrennen. Einfach mal runterspringen. Und wo ist jetzt schon wieder Fred? Och Mensch, Fred. So, da oben ging es ja nicht weiter, wie mir scheint. So. Mache ich mal Folgendes hier. Spiel, speichern. Schnellspeicherstand. Ach, den können wir doch laden. Ja, laden wir den, dann haben wir wieder unsere beiden. Spielstand wirklich überschreiben. Ach, ich habe ja auf Spiel speichern geklickt. Ich Idiot. Ja, den überschreiben. Verdammte Axt. Ja, ich hatte ja noch den Schnellspeicherstand. Da hätten wir unsere zwei Levitationen gehabt. Jetzt habe ich den gerade überschrieben. Ich Idiot. Echt mal. Kack die Wand an. Spruchrollen. Levitation sollten wir uns vielleicht mal selber schreiben. Fred wartet. Ja toll, ich weiß, dass Fred wartet. Hier ist doch die Kurbel, Mann. So, das hier ist ja zu. Ist hier was Wichtiges drin? Ach, wieder eine Levitation. Ja, okay, dann haben wir nicht allzu viel verloren. Dann haben wir hier wieder eine Levitation. Hier können wir jetzt mal aufkurbeln. Dann lassen wir mal die Brücke eben runter. Ach, und ja, Fred. Fred wartet. Er kann von mir aus übermorgen noch warten. Aber holen wir den mal lieber ab, weil den... Müssen wir ja nicht verschwenden. Der arme Fred. Kann ja auch nichts dafür, dass er Fred heißt. So, wo war denn der? Der war hier hinten, ne? Ich glaube, hier hinten stand Fred. Und wartet auf uns. Sonst werden wir auch ewig weiter mit der Nachricht gequält. Fred wartet auf dich. Fred wartet auf dich. Wo steht er denn? Ja, Fred. Mensch, du stehst hier wie angewurzelt. Komm mit. Komm mit. Kann man den nicht? Nee.
Da ging es ja nur raus. Scheiße. Ja, und ich glaube, hier sind wir falsch. Hier sind wir wirklich falsch. Hier sind... Das hier ist ja nur eine Vulkangrotte. Hier geht es ja nirgendwo lang. Da an die Tür kommen wir nicht rein. Hier geht es nicht lang. Wir müssen schon irgendwo in der Höhle, wo Mendoza ist, den Mechanismus für den Hebel der Türe finden. Wir müssen also nach unten gehen. Beziehungsweise, was heißt nach unten? Wir müssen an dem Wasserfall vorbeigehen und in die andere Höhle reingehen. Das hier ist nur eine Vulkangrotte. Aber jetzt wahrscheinlich nicht das, wo wir hin müssen. Ach Mensch, und jetzt habe ich die Faxen dick. Jetzt kann ich wirklich die Eile gebrauchen hier. Zack. Fred, komm mit. Bevor wir uns hier dumm und dämlich rennen. Oder laufen. So, ich hoffe, Fred kommt hinterher in dem flotten Schritt. Oh ja, Fred ist schnell. Fred ist auch so ein kleiner Sonic. So, der Mondschein, die Mondscheinsonate. Wir haben es Nacht. Wir gehen mal wieder nach unten. Und dann sind wir schon gleich da. Ist der ganze Weg hier hoch, den wir gemacht haben mit den Ogern und so weiter, vollkommen umsonst gewesen im Prinzip. Naja, was heißt umsonst? Wir haben ein Stück Geschichte wieder entdeckt, die Vulkangrotte. Wir haben mal einen Levelaufstieg gemacht. Wir haben die Vulkanfestung in Sicherheit gebracht. Und hier drin muss es weitergehen. Genau hier muss es weitergehen. Wir haben ja die Karte hierfür erhalten, bloß ich weiß noch nicht wo. Hier war ja Dork, genau. Fred ist auch dabei. Moment mal. Ist das hier ein anderer Gang? Ach, wäre ja zu schön gewesen. Es war ein anderer Gang, aber der führt nirgendwo weiter hin. So, wir kommen hier frisch rein. Geht's hier vielleicht weiter? Nee, hier liegt nur ein Echsenschwert. Aber auch nichts für Nautilus oder so. Es geht ja nur hier lang. So groß ist die Auswahl ja nicht. So, und dann hier war leer alles. Es war nur sowas wie ein Zwischenlager, genau. Das heißt, es bleibt auch nur der Gang übrig, also müssen wir hier schon mal richtig sein. Und hier kann man ja auch nirgendwo hin. Nee. Fred, hast du eine Ahnung, wo es hier lang geht? Da oben sind auch nur Kristalle und da oben geht's auch nirgends lang. Nee, hier sind wir falsch. So, hier ist der Verrückte mit seinen Pilzen. Das ist ja nur das kleine Sumpfgebiet hier unten. Hier war der Ghoul, den wir getroffen haben und hier geht's wieder hoch. Ja, und hier muss es doch weitergehen. Automatisch speichern wieder, jawohl. So, hier haben wir Brent getroffen. Können wir vielleicht... Hat der vielleicht noch einen Tipp? Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Ja, schon, aber... Ich bräuchte vielleicht deine Hilfe dafür. Ja, und hier ging es doch nur runter. Kann man da rüberspringen oder so? Nee, das bringt alles nichts. So, hier war doch das kleine Echsendörflein. Haben wir hier irgendwas übersehen? Was zeigt denn uns die Karte hier an? Nix. So, hier kann man aber auch nix machen. Hier kann man ja auch nur dumm durchlaufen. Da hinten war ja nix. Hier ist eine Sackgasse. Komisch, komisch, komisch ist. Auch nirgendwo eine Winde oder sowas, wo man drehen kann, wo das Tor vorne aufgeht. Das wäre mir ja auch noch ganz logisch gewesen.
Nee, da geht's nur hoch, da geht's nur hoch in die Wohnung, aber mehr auch nicht. Nee. Hier geht's absolut nicht weiter. Hier war ja bloß die kleine Skeletthöhle, da waren wir auch schon drin. Darauf trinke ich mal ein. Hier oben ging's auch nicht weiter und hier... Ach, guck einer an, hier waren wir noch gar nicht. Ah! Hier waren wir ja noch gar nicht. Und jetzt zeigt sie auch wieder die Wehranlagen was an vielleicht. Ah, ja, jetzt kommen wir... Ah, jetzt. Ach, so einen kleinen, klitzekleinen Eingang haben wir einfach verfehlt. Nein, sag nicht, dass hier Sackgasse ist. Hier gibt's hier kein Loch zum Durchkriechen oder so? Ist das ein Loch da? Nee. Hm. Ach, scheiße. Hier muss es doch lang gehen. Gibt's hier keinen Schlitz für einen Nautilus oder so? Hier gibt's auch keinen, wenn ich das richtig sehe. Nee, ist alles zu. Ach, scheiße. Aber wir waren schon hier richtig. Hier zeigt's doch an. Rot. Und ich dachte schon, hier sind Nautilus, hier sind wir richtig. Na, hier geht's auch nicht rein irgendwo, oder? Nee. Die Nautilus geben hier auch keinen Hinweis. Vielleicht doch hier oben lang, aber hier sind wir ja... Ja, das hier sieht auch ziemlich richtig aus. Halt, Moment. Nee, von hier sind wir ja gekommen, verdammte Axt. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bewache den Durchgang. Wir müssen aufpassen, dass uns niemand in den Rücken fällt. Ist jetzt hier oben vielleicht schon automatisch aufgegangen? Dann würde ich mir aber den Arsch beißen. Ich habe die ganze Zeit gesucht. Nee, das geht nicht auf. Wie kommen wir da rein? Wo sind wir denn eigentlich hier? Ach, wir sind hier drin. Genau, und da muss aufgehen. Ja, ich verstehe. Aber hier sind ja auch keine Wohnungen von Echsen oder so. Oder können wir hier irgendwie hoch? Können wir zwar klettern, aber das bringt uns nichts. Da kommen wir nicht weiter. Vielleicht ist hier... Ach, hier drinnen kämpfen sie ja noch immer. Wie lang geht denn der Kampf hier schon? Lol, hier drin bin ich ja auch noch gar nicht gewesen. Exitus. Ja. Ordenskrieger ist hier gefallen. Ach toll, hier geht's weiter. Ich glaube, hier geht's weiter. Eine Steinplatte und hier waren wir noch gar nicht drin. Verdammte Scheiße. Ja, und hier ist ein Echsenpriester. Fred, übernimm mal. Ach, wir übernehmen es doch selbst. Ah, nee, hier ist aber auch keine Winde oder irgendwie sowas. Womit man vielleicht... Hier ist ja gar nichts. Moment, da sind doch Geräusche. Gibt's hier keinen Geheimgang oder so? Nee. Aber hier knurrt's doch überall. Hier muss es doch irgendwo lang weitergehen. Hier auch nicht. Hm. Das ist seltsam.